Hallihallo, meine lieben Freunde, willkommen zu einem Spezialpart von We Were Here Together. Oder vielleicht mehreren Spezialparts, wer weiß. Ja, wer weiß, wie lange sich das jetzt zieht, aber ja, wir sehen hier einen schönen Tannenbaum, ein bisschen Shampoos am Tisch und hier auch mein Motorrad vom Undertaker und Geschenke und die Söckchen. Ich mache mal das Fenster zu. Okay. Ist ja schon so ein bisschen romantisch. Ja. Warte mal. Warte, ich stehe mal auf. La 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 la. Da, das ist mir wichtig. Da. Bei mir sieht es aus, als würdest du direkt an mir vorbei sein. Man müsste ich umdrehen, dann ich mach hier Dings. Ja, oh my ass. Okay, durch. Oh. Ich muss, oh, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ich mache hier Darmkrebsvorsorge. Prostata-Untersuchung. Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Genau. So, aber ja, jetzt haben wir unsere Obligation als Homopaar abgeschlossen. Ja, leider können wir den Shampoos nicht. Genau, die Flasche ist sicherlich auch sehr phallusartig. Sagt dir Glass-Ass was? Ich glaube schon. Also ich kann es auf jeden Fall vermuten. Googelt es nicht. Das ist eine sehr warme Empfehlung von mir. Googelt es nicht. Liebe Kinder. Aber, oh Gott. Aber gut, ja. Genau, zum Kontext. Der liebe Sub... Oh, macht hier, leg einfach direkt los, bevor ich erklären kann. Ja. Der liebe Sub hat hier die Weihnachtskugeln leuchten. Leuchtkerzen, Baumständer, Dings angemacht und wir sind hier in einem kleinen Weihnachtsspecial, das hier seit gestern, dem 20. Dezember 2020 hier in diesem Spiel für eine kurze Zeit gibt. Wahrscheinlich wird das jetzt nicht zu Weihnachten kommen, auch wenn es passen möglich. Wäre. Kommt drauf an, wie lange das geht, vielleicht schaffen wir es, vielleicht ist es jetzt auch schon 2021. Genau, wahrscheinlich eher das, aber ey, ne, wir schließen nichts aus. Und da dachten wir beide uns, ne, wir haben hier schon alles gemacht, was das Spiel zu bieten hat. Da können wir auch hier ein schönes kleines Weihnachtsspecial machen, hier zu diesem Scheißjahr, sich mal vielleicht ein bisschen gut zu fühlen. Genau. Dann mache ich auch mal das hier so. Hier, come on. Also, das ist dann wirklich nur so ein kleines Ding. Das hat hier so in der Hütte, wo wir hier starten in dem Let's Play oder wo man allgemein startet in dem Spiel, findet das nur statt. Mhm. Und ja, einmal ging's, dann ging's irgendwie nicht und jetzt geht's nicht mehr. Um das mal zusammenzufassen. Ja, also es wurde hier in der Steam-Beschreibung gesagt, dass es hier ein kleines Weihnachtsrätsel gäbe. Ich habe gerade ein paar Tonprobleme. Oh, okay. So. Ich muss mal ein neues Headset kaufen. Der Stecker am PC, der spinnt manchmal hinten rum, den muss ich dann anstüpsen, sonst höre ich nichts. Ah, okay. Das hatte ich jetzt Ewigkeiten nicht mehr, aber jetzt habe ich es irgendwie wieder. Ja gut. Ja, dann vielleicht kommen wir da auch weiter, wenn wir diese ganzen Drehdinger da mal sammeln. Ja, also die Türen aufmachen könnte uns grundsätzlich vielleicht erstmal schon mal wieder weiterhelfen. Ja. Ist halt auch die Frage, was so das Ziel ist, ob es ist, die Deko anzumachen einfach nur oder ob da noch mehr kommt. Das wäre natürlich schade, weil ne, uns wurde eigentlich so, ich hatte es auch vorgelesen, so Weihnachts-Special-Dings oder so im Base-Lager. Wie kann ich das wieder droppen? Kann ich das überhaupt? Keine Ahnung. Schauen wir mal, so draußen ist ja auch ein bisschen Deko, das heißt, vielleicht gibt es da noch irgendwas. Oh, hier ist der Aufkommen. Ich bin jetzt mal rausgelaufen. Ah, man kann ja auch sprinten. Sehr schön. Das wusste ich auch nicht mehr. Das ist schon ein bisschen länger her, dass wir es gespielt haben. Wo muss ich mit diesem Scheißrad hin? Okay. Hier oben, das war das erste. Ah, jetzt haben wir auch so Merry Christmas hier draußen, so an einem Schild. So, vielleicht. Also, wäre jetzt natürlich komplett sinnlos, wenn wir selber spielen und das ist einfach nur die Deko. Ich glaube, das hier gab es nicht, was wir hier haben. Was? Das hier, das gab's doch nicht im normalen Spiel gehört, damals, ne? Ja, das gab's auf jeden Fall nicht. Gehen wir da mal runter. Ja, dann gehen wir runter.
Von welchem Rad, das du genommen hast, konntest du das öffnen? Das lag unter Weihnachtsbaum. Ah, macht tatsächlich okay, gerade, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, irgendwie Sinn, dass das zusammengehört. Hm, passt. So, wir haben hier jetzt einen Schalter M4. B8. Dann auch wieder nach oben. B8. Das ist da ein bisschen nervenwürdig, weil ich jetzt die ganze Zeit das gefrorene Rad hier in der Hand habe. Ja, das... Aber egal. Sonst musst du nochmal fix hoch in die Wohnung rennen, das auf der Herdplatte legen oder so. Ja. Ah, hier, das kann ich anmachen. A2 steht hier. Oh, Zeitlimit. Ja, A2, hallo, ziehen. Geht nicht. Klemmt. Okay. Warum klemmt das jetzt? Jetzt müssen wir halt schauen, ne? Wahrscheinlich müssen wir die richtigen Hebel aktivieren, um dann am Ende A2 zu aktivieren. Hier ist N4. Es gab doch noch einen anderen N4. Heißt das, es gibt auch vielleicht noch einen anderen A2? Nee, hier ist M4. Weil hier oben ist auch noch N4. Hinter ich glaube, das geht hoch, ja. Lass uns mal hochgehen. Stimmt. Und ich glaube, oben werden wir dann den passenden Schalter in der Wohnung finden. Da wäre es eigentlich klüger, wenn einer unten bleibt und falls oben noch mehr ist. Macht Sinn. Vom jetzt bin beide durch. Noch einen Weg, genau. Pack den Müll mal auf die Herdplatte. Klack. 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 Also bis jetzt hier nummerierte Hebel, wie sie unten sind, habe ich oben jetzt nicht gefunden. Hattest du bis oben jetzt nicht so ein Kabel, was irgendwie irgendwo rauskommt? Also nur dieser Kabel beim Weihnachtsbaum, mehr Kabel sehe ich hier nicht. So, das ist... Ist das ein anderes? Hier oben hängt ein Schlitten, kann man damit... Nee. Sind die Hebel vielleicht auch draußen oder so? Mal schauen. Oh, run, little man. Ne, Schalter finde ich hier nicht wirklich. Auf jeden Fall nicht die hier so ähnlich aussehen oder so. Auf jeden Fall eigentlich gar keine. V8, A2, M4. Ist aber nur der N4 ist doppelt hier unten. Und der B8. Aber ist das N4 nicht ein M4? Das nee, zweite? M4 gibt's auch noch. Okay. N4 und B8 gibt's zweimal. Ich bin jetzt hier draußen und mache eigentlich nur das normale Level weiter. Hier gibt's nichts zu finden, glaube ich. Man sieht aber auch nicht wirklich, wie hier jetzt irgendwie Kabel rauskommen aus der Hütte oder so. Ja, deswegen. Countdown ist auf fast 2 Minuten. Ah, man muss es gedrückt halten, Sub. Man muss es gedrückt halten. Komm schnell runter. Okay. Man muss es einfach gedrückt halten. Es ist immer das Billigste, auf was man nicht kommt. Ja, ich dachte so, wie wirst du ja mit dem was gedrückt halten? Ja, jetzt klappt's. Weil, weißt du, wieso ich drauf gekommen bin? Weil man muss den so hochdrücken. Und dann muss man den so gesehen hochhalten. Wenn ich den halt hochhalte, dann steht da V8. Deswegen geh mal zu dem V8-Schalter. Weil wenn ich A2 wieder loslasse, dann geht das mit V8 weg. So. Warte, mach's nochmal. Ja, schalt. Halt den mal. Mhm. Ach, komisch, weil... Also bei dir bleibt er die ganze Zeit oben, oder? Nee, also wenn ich loslasse, geht er auch wieder runter. Also lass den V8 mal die ganze Zeit oben, wir haben aber nur ein V8. Ne, hier ist noch ein V8. Ah, jetzt. Der war nämlich blau. Ah, okay, gut. Ja, jetzt steht da V8. Ja. Und jetzt? M4 ist das, ne? Ja, M4. Der ist hier links neben mir. In welcher Farbe leuchtet dein V8? Gelb. Okay, hier ist das M4. Sehr schön, okay. Wir haben das nächste. Du jetzt musst das oben halten. Minute. M4, das zweite M4. Nee, du musst das oben halten, das M4. Es gibt hier nur ein M4. Du musst das oben halten, schon, dann da sehe ich das. Es leuchtet grün. Ja, grün ist M4, aber... B8, V8. Ja, stand dann immer noch M4. Ja, siehst du, das ist nicht das Richtige. Aber oder? Gab's hier noch eins? Mal? B8.
Ach, hier ganz am Anfang, ja. Drück mal hoch, deins. Okay. So. So, 88 steht blau. Hier. Blau, okay. B8, blau. Mal gucken, ob wir das jetzt in der Zeit noch schaffen. Ja. 10 Sekunden, ich glaub's ja nicht. Wieder B8. Und du musst das immer gedrückt halten, du darfst nicht immer wieder loslassen. Ja. Warte, halte das andere B8, finde das mal halt das so. Ja, ist jetzt eh vorbei. Ja, okay. Na gut, aber jetzt wissen wir ja, wie es ist. Also vorher, also wäre die jetzt nicht rumgelaufen. Ja, A2. Achso. So, ich halte wieder das A2 hoch. Genau, N4 ist es diesmal. Gelb. Genau, A2 leuchtet gelb. Okay, jetzt ist blau. V8. Also, wo bist du? Ich halte den Hebel, bis du dahin machst. Okay. Du musst das immer halten, bis es allein reingeht. Ich weiß, du musst nur den richtigen finden, so. Kopa, du musst das halten. Was denn? Du musst den Hebel halten, sonst sehe ich das neue nicht. M4. Und welche Farbe hast du? Gelb. Gelb. So. Und ich muss jetzt auch hier stehen bleiben und halten, bis du das neue hoch. Ja, das wusste ich nicht, weil ich dachte immer, es kommt dann eine neue Kombination. Nee, man muss es immer halten. Okay. Ja, M4 und grün. M4. Da. Meins leuchtet rot. B8. Hier. Blau. Okay. 88 ist egal. Hier hinten B8. Ja, so. Er leuchtet so. Grün. V8. Grün, das hier. Rot. Rotes N4. Das N4 war doch da hinten, genau. So, geschafft. Ah, 3 Minuten 10. Du siehst die Zeit, oder, vom Part? Ja. Das ist wahrscheinlich jetzt zu Ende. Wäre einerseits ein bisschen enttäuschend. Ja. Ach, okay. Doch, wir können doch den Shampoos-Trick, wo du dich vergnügt hast. Ich lass dir den ersten Schluck. Oh, wie nett, danke. Ich bin ja nett. Merry Christmas, ich glaube tatsächlich, das war's jetzt schon. Ja, das war's. And Happy New Year. Stell dir mal vor, wir hätten das im ersten Moment richtig gemacht, wie kurz der Part dann wäre. Jetzt sind wir immerhin bei 13 Minuten. Alter, wir sind drunk, und warte mal. Die hängen, so ja, stimmt, ich dachte erst, die hängen fest, aber die Steuerung ist invertiert. Das ist einfach komplett so. Stell dir mal vor, du müsstest jetzt so invertiert das ganze Spiel durchspielen. Oh Gott. Ich würde sowas dann quitten. Okay, ist wieder normal. Ja gut, ich glaube, dann könnten wir das vielleicht ja doch noch irgendwie am 24.12. bringen oder so. Ja, glaube ich. Aber wir probieren mal jetzt, ob hier drin jetzt die Beleuchtung funktioniert. Ah, ist ja, schon der Weihnachtsbaum ist jetzt an, genau. Ja, gut, dafür haben wir jetzt 4 GB runtergeladen. Unglaublich hier. Ja. Aber gut. Gut. Dann ist ja noch nett, dass ich das gefailt habe. Genau. Dann können wir uns wieder hier hinhocken. Genau. Und unser Sofa gemeinsam. Und das Weihnachtsfest genießen. Und wir hoffen, dass ihr euer Weihnachtsfest auch genießt, auch wenn die Umstände dieses Jahr alle ein bisschen komisch sind. Aber ja, wir wünschen euch da trotzdem natürlich ein schönes Weihnachtsfest, ein ruhiges, besinnliches und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Feliz Navidad und so. Bernie ist jetzt nicht da, deswegen können wir nicht singen. Ja. Aber genau, dem kann ich mich einfach nur anschließen. Ne, muss ich da auch nicht so sagen. Von mir auch an euch alle frohe Weihnachten. Noch einen guten Rutsch und ein hoffentlich sehr viel besseres Jahr. Und genau, lasst uns dieses Drecksjahr hinter uns bringen. Genau. Ja, von daher würde ich sagen, mach meinen Ton nicht kaputt.
Ja, würde ich sagen, machen wir Schluss, ja? Jo. Genau. Dann, ja, wie gesagt, frohes Weihnachtsfest, genießt die ruhigen Tage und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.